zum Handball nach Petterweil zu Christian Adolf. Ja, Spitzenspiel Landesliga Mitte, Petterweil in den Trikots. Als der Marvin uns dann erzählt hat, dass er uns da beim Spiel filmen will, konnten wir es alle kaum glauben. Der Hessische Rundfunk am Sauerborn zum Spitzenspiel TV Petterweil gegen TV Idstein. Gelben Wand, das war da einfach absoluter Hammer zu spielen. Wir fangen an, das ist ein Aufsteiger mit 6-0 Punkten und ich kann euch garantieren, die stehen nicht umsonst einfach so da oben. Die spielen eine knüppelharte 6-0 Abwehr. Heute liegt es an uns, diese Mannschaft, diese Abwehr zu fordern. So hört sich das an, wenn in der Landesliga Mitte, in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse im Handball, der TV Petterweil sich heiß macht auf die Spitzenbegegnung des heutigen Tages gegen Idstein. Herzlich willkommen zu Heimspiel am Samstag, ja, direkt aus der Kabine. Und wir haben heute drei Partien, dreimal Sport aus den Amateurligen, die wir zusammenfassen wollen. Und hier gibt es einen Mann, das ist der absolute Topscorer in der Landesliga Mitte. Er hat in den ersten vier Partien dieses Jahres schon 12,2 Tore geworfen. Herzlich willkommen, Jonas Kofler, schön, dass wir hier dabei sein dürfen. Ist da jetzt so ein bisschen Druck da, wenn man weiß, dass die Leute auf einen schauen und dass man schon so viele Tore geworfen hat? Gibt es irgendeine Wette, wie viel du heute werfen musst? Klar ist Druck. Wette gibt es nicht. Ich versuche natürlich alles zu geben. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft immer schön zusammenspielen. Das Wichtigste ist mir einfach, dass wir heute gewinnen und dass wir alles geben, dass wir als Mannschaft spielen, mannschaftliche Geschlossenheit zeigen und ja, dann wird es schon irgendwie klappen. Aus Sicht des Vorstands war diese Fernsehübertragung eine einmalige Chance, eine große Chance, den TVP auch nochmal überregional zu präsentieren, zu zeigen, was hier in diesem kleinen Ort los sein kann, was für ein geiler Handball hier gespielt wird und auch zu zeigen, was wir in kürzester Zeit schaffen können, wenn wir das wollen, dass wir ein Spiel verlegen, dass wir die Halle trotzdem voll bekommen und diese vielen Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass das einfach ein großartiges Handballfest hier in Petterweil wird. Zu den Favoriten zählten wir zu Beginn der Runde überhaupt nicht. Da gab es andere Mannschaften. Unser Busfahrer Martin hat die Mannschaft top eingestellt. Alles, was er versuchen will, ist oft voranzugehen, er möchte seine linke Klebe frei haben, der möchte aufs Tor bolzen und das am liebsten so oft wie möglich. Das heißt, wir müssen extrem auf der Wurfhand stehen. Wenn der gerade anläuft über die Halbe, wirft er gerne lang hoch ins Abwehreck, da müssen wir auf der Hand stehen. Ansonsten alles, was über den Jugo passiert oder über irgendeine Kreuzung, wenn er über das Zentrum kommt, probiert er in das kurze Eck, ins Torwart-Eck zu schießen. So, alles drin? Ja. Number one. Das ist kein reiner Schütze. Wenn er sieht, hier stürmen zwei Leute raus, sucht er auch den Kreis. Das ist heute der Schlüssel zum Sieg, dass wir diesen Mann einigermaßen neutralisieren. Okay, Olli, gut so. So, fertig. Cool.
Landesliga Handball erste gegen zweite. Darum geht es mir, nicht was hier drumherum passiert. Wir brauchen nur zwei Punkte, nichts anderes. Auf geht's! Mir ist in Erinnerung geblieben, dass es auf jeden Fall eine neue Erfahrung war, in der Kabine leicht bekleidet gefilmt zu werden. Das hat die Anspannung natürlich nicht wirklich weniger gemacht. Vor dem Spiel war ich sehr nervös. Ich habe die ganzen Kameras gesehen, aber ich wusste, sobald Spiel angepfiffen wird. Durch die vielen Zuschauer und durch die gute Stimmung hat sich das Ganze dann einfach in Motivation und in Adrenalin umgewandelt und dann lief das einfach. Bevor wir wieder zu euch kommen, starten wir unsere Hessen-Konferenz aber nochmal hier in der Landesliga Mitte beim Handball-Spitzenspiel zwischen dem TV Petterwald und dem TV Idstein. Der erste gegen den zweiten, das verspricht Hochspannung, viele, viele Tore und wir beginnen unsere Hessen-Konferenz hier. Natürlich war der Druck auf jeden Einzelnen sehr, sehr hoch. Wir hatten eine volle Halle, Kameras waren auf uns gerichtet und wir wollten unbedingt die Tabellenspitze verteidigen. Idstein als Aufsteiger schlägt sich bislang bravourös. 400 Zuschauer in der Halle sehen das Ganze. Aber Idstein hat den viel besseren Start. Das ist Moritz Schubert, 0:1. Idstein zieht schnell 4 Tore weg. Lange torlosen Starts weiter, immer weiter gepusht, was uns dann auch geholfen hat, ins Spiel reinzufinden und den Fight anzunehmen. Getragen natürlich von unseren Zuschauern. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir unserer Stärke gar nicht bewusst. Unser Selbstvertrauen haben wir uns erst im Laufe der Vorrunde geholt. Somit war die Anfangsphase natürlich sehr von Nervosität geprägt. Der Handschuh 6, Hase, Lennart, 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 Lennart
Situation mit den Kameras abseits vom Spielfeldrand war für uns alle neu. Demnach sind wir sehr nervös in die Partie reingegangen, konnten nicht zu unserem Spiel finden und sind deswegen auch die ganze Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen. Sandra, als Mutter von Jonas, ich glaube, der Herzschlag ist heute wahnsinnig hoch. Das ist ein wahnsinnig enges Spiel, oder? Ja, man erkennt immer, wie aufgeregt ich bin, wenn man sieht, wie mein älterer Sohn aussieht. Ungefähr meine Hautfarbe ist dann dasselbe. Ich bin genauso rot. Jetzt die erste Führung in der Halbzeit. Wie geht das Spiel aus? Ich hoffe, wir gewinnen. Also ich glaube, jetzt haben sie die Aufregung abgelegt. Das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn so die Halle so voll ist. Aber ich denke mal, ich glaube, es geht gut aus. Thank you.
Torhüteraussicht von Petterball. Doch dann kommen die Hausherren besser ins Spiel und auch Jonas Kofler. Der kommt hier an den Ball. Achtung, was für eine Sprungkraft, was für eine Athletik. 18 Beine, aber hallo in den Winkel. Gefällt mir richtig gut, was die Jungs da unten bieten. Es geht nur eine raus. Wenn du rausgehst und fragst das, dann muss der hier bleiben. Es ist A und O. Ja. Auf geht's, rein! Ja. Thank you.
rückblickend war das für mich als Fan eigentlich so das Highlight der gesamten Saison. Diese tobende Halle und dieses spannende Spiel, was an Dramatik ja nicht zu überbieten war. Unglaublich für uns. Die Zuschauer haben uns so enorm gepusht. Ich denke, das war für jeden Einzelnen ein absolutes Highlight gewesen, was er in seiner Karriere nicht so oft erleben wird. Geworfen hat und wir mit zwei Toren geführt haben, war es dann allen klar, okay, jetzt haben wir es geschafft und jetzt kann auch nichts mehr passieren, jetzt können wir anfangen zu feiern. Haben wir uns geschworen, dass wir diese Führung uns nicht mehr aus der Hand geben lassen, die wir uns an dem Tag hart erarbeitet haben. Das haben wir dann auch dem Gegner gezeigt, dass wir in den letzten 30 Minuten klar die bessere Mannschaft sind und haben deshalb auch das Spiel am Ende verdient gewonnen. Dankeschön. TV Petterwald ist natürlich Spitzenstimmung als Spitzenreiter und damit beenden wir unsere Hessen-Konferenz natürlich mit dem Hinweis, dass wir morgen wieder Sport zeigen bei uns im HR-Fernsehen um 21.45 Uhr Heimspiel Bundesliga und danach das, ach Quatsch, Scheiße! Ja, ja, hier ist die Freude beim TV Petterwald natürlich riesig nach diesem fantastischen Handballspiel. So kann Landesliga-Handball aussehen und ich hoffe, Sie hatten an unserer Hessen-Konferenz genauso viel Spaß wie wir. Einen schönen Nachmittag noch hier im HR-Fernsehen. Lass uns das gut gehen. Ciao. Also das Spiel, das fand ich richtig der Hammer. Es gab dem Team, dem Verein und den Zuschauern auch einen Riesenschub in Richtung Aufstieg. Ich denke, an dem Samstagnachmittag ist ein Stück weit Petterweiler Handballgeschichte geschrieben worden und wir haben jetzt einen Film
den wir sicherlich in vielen Jahren noch gerne rückblickend und mit viel Spaß und Freude anschauen werden. Spannendes Spiel mit Sieger TV Petterweil und anschließend gute Party. Das Rückspiel in Itzstein. Das fand ich super. Der TV Itzstein empfängt den TV Petterweil. So viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr. Die zweite Mannschaft des TVG musste sogar die Ordner stellen, damit alles reibungslos läuft. Außerdem jede Menge Freiwillige, die für ausreichend Verpflegung sorgen. Also Top-Bedingungen fürs Top-Spiel. Der Tabellenführer Petterweil in Gelb, der Tabellenzweite Itzstein in den roten Trikots. Die Tribüne war auf beiden Seiten, die Zuschauer waren auf beiden Seiten. Und das hat sich dann angefühlt wie im Hexenkessel am Hexenturm. Von Martin war die Mannschaft hervorragend eingestellt. Mit dem letzten Aufgebot fuhren wir dorthin, durch Verletzungen und Krankheiten gebeutelt. Zum Rückspiel gegen Itzstein ist mir Erinnerung geblieben, dass ich verletzungsbedingt wegen einem Außenbandriss leider nicht mitspielen konnte. Das war sehr schade, aber dafür konnte ich die Jungs von der Tribüne umso mehr anfeuern. Da ich dann auch in der 10. Minute dann auch K.O. gegangen bin und das restliche Spiel dann im Mattenraum mich hinlegen durfte. Und mit den ganzen Fans gemeinsam haben wir das Auswärtsspiel auf jeden Fall zum Heimspiel gemacht. Und zeigten eine klasse Leistung eines Meisters würdig. 15 Minuten sind in der zweiten Halbzeit gespielt. So langsam geht es in Richtung Kornstein. Itzstein mit Engel. Jani Kremers, Schubert, dann Jonas Kremers und der holt den 7 Meter. Benedikt Pfeiffer aus Petterweil hinten dran, hängt viel zu lange, gar keine Frage. Moritz Schubert gegen Buat. Es ist auch der tunesische Nationalkeeper, der ehemalige Nationalkeeper, der heute den Unterschied macht. Es ist ja aber noch längst nichts entschieden. Man hätte nicht mitrechnen können, dass wir so viele Fans mit auswärts nehmen und dass sie so eine Stimmung machen. Das war einfach nur geil. Noch 3 Minuten der TVI wegen einer weiteren Zeitstrafe wieder in Unterzahl. Der Favorit aus Petterweil spielt das souverän runter. Niklas Wagler mit dem 20
zu 27. Und auch der allerletzte Treffer des Spiels gehört dann den Gästen. Nochmal in Überzahl, abgeräumt und Niklas Wagner von außen 20 zu 28. Es ist der Endstand. Wittstein verschläft den Start der ersten und zweiten Hälfte. Petterball gewinnt verdient dank eines starken Keepers Wally und dank dem Torgaranten Jonas Kofler. Und Petterball hat den Aufstieg damit so gut wie sicher. Was das Publikum anbetrifft, Fazit: das Beste, was die Landesliga zu bieten hat, sowohl Anzahl als auch Stimmung.